So, herzlich willkommen. So, machen wir mal direkt weiter. $71.000 haben wir noch. Ali, bekommen wir. Aber haben tun wir auch ungefähr so schön, ne? Ja, wow. Wir haben 71.000 und bekommen 71.000. Lol. Ja, 400 Meilen haben wir noch vor uns. Ich glaube, in der Folge schaffen wir zwar nicht mehr, aber in der nächsten Folge dann auf jeden Fall schon. Das sollte eigentlich machbar sein. Denke ich mal. Vielleicht auch in der Folge, wenn wir nur noch Autobahn fahren. Dann können wir es auch in der Folge schaffen. Aber wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass wir nur 70 dürfen, wobei gut, das ist jetzt hier ja auch der Kreuzungsbereich. Aber eben, wenn wir so die ganze Zeit 80 fahren können, im Hauptteil der Strecke, könnten wir sogar noch diese Folge ankommen. Ah. So. Als allererstes Tempomat rein und als zweites Musik rein. Oh, let's go. Ah, 86. Wieder das geile Lied. Oder? Nee. Hä? War nicht 86 das geile Lied oder war es 64? Jetzt bin ich verwirrt. Hatte ich nicht letztens irgendwie einen Witz gemacht wegen X86er? Warte, war doch der X86er. Ach nee. Ja, X86er, aber es ist ja 32-Bit. Das war das 32er-Lied, das hier. Das war das geile Lied. Ja, genau. Ja, gut, okay. Da habe ich das verwechselt, weil. Ja, also für die, die es nicht wissen, X86 ist ja, also der 8086 ist der Urvater, wie man so schön sagt, der modernen Computertechnologie, also der Prozessoren, der modernen Prozessoren. Ja, das ist also der Ur-Urvater. Der Urvater ist ja der 8, also der 8386er. Das ist eigentlich so der Urvater. Und der Großvater der modernen Technik ist eigentlich der Pentium. Weil der, also der, ja, der erste Pentium wird gemeinhin auch als 8086 bezeichnet. Weil das die Bezeichnung gewesen wäre, die er bekommen hätte, wenn er nicht Pentium geheißen hätte. Und das ist ja der erste, der so richtig den Protected-Modus im vollen Umfang unterstützt und viele Features hat, was moderne Betriebssysteme brauchen. Aber der erste 32-Bit-Prozessor, der das Ganze quasi, die halt die 32- und 64-Bit-Sparte ins Rollen gebracht hat, weil da heutige Prozessoren auch noch 32-Bit-kompatibel sind, das war halt der 8386er. Und der baut aber halt technisch auf den 8086er auf. Und deswegen ist das der Ur-Ur-Großvater, ne? Wenn man so Prozessor historisch sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Ja. Weil eben der 8086er war ja nämlich eigentlich ein 16-Bit-Prozessor. Mit 32-Bit ging es ja später los mit dem 8386er. Und der 8386er war auch der erste, der einen brauchbaren Protected-Modus unterstützt hat. Ne, weil dieser Protected-Modus, auf den heutzutage alle Betriebssysteme basieren, der wurde eigentlich schon mit dem 8286er eingeführt. Aber da war das noch so broken, dass man das praktisch nicht genutzt hat.
Also MS-DOS hat es, glaube ich, genutzt für den Memory Mapping, also Memory Manager, glaube ich. Der hat darauf aufgebaut, um auch unglaublich hohe Speicherkapazitäten von 1 Megabyte zu adressieren. Ach nee, um Speicherkapazitäten jenseits von 1 Megabyte zu adressieren. Du, wieso? Also bis zu 16 Megabyte. Na, ja, das war damals viel. Ja. Aber wie gesagt, das erste, wo es dann richtig mit dem Protected-Modus losging, wie wir es heute kennen, also dass jeder Prozess seinen eigenen Memory-Mapping hat und jeder Prozess auch auf andere Speicherbereiche nicht zugreifen darf, dass das Feature genutzt wurde, was wie gesagt heutzutage Standard ist, das ging mit dem 80386 los. Ab da hat es auch Microsoft Windows genutzt. Abgesehen halt von Memory-Mapping. So, da vorne ist natürlich wieder Straßensperre, sehr geil. Das war genau die Ausfahrt, die wir nehmen wollten, um hier raufzukommen. Voll die Schweinerei. Das heißt, wir müssen dann... Da gibt es noch einen anderen Weg? Na gut, klar, hier hinten können wir rausfahren. Okay. Ach nee. Hä? Ja doch, ja genau. Ja, doch, klar. Ich dachte jetzt gerade ganz kurz, links ist gesperrt. So, gucken wir mal, ob wir da raus können. Oder ob da auch gesperrt ist. Wehe, dann hau ich hier alle zu Brei. Ah ne, die Autos biegen da ab. Okay. Na gut. Aber durch, da, wow. Schön kreuz und quer hier. Durch die Walachei. Nice. Wollen wir hier gleich tanken? Nö. Wir haben noch mehr als genug Tank drin. Der launt sich nicht. Natürlich rot. Natürlich rot. Ah, eine Ampel? Nö. Ich habe doch gerade ein Schild mit der Ampel. So, Straße frei. Sehr gut. Und da vorne auf die Autobahn hier rauf. Yay! Aber auch komische Straßensperren. Sieht sehr interessant aus. Vor allem sind dieses auch so eine Straßensperren. Sperren, die zwar super stabil sind, vielleicht. Wenn die ordentlich konstruiert sind. Aber wo man sich denn so denkt, ja, na wow, wenn die Straßensperre an sich stark konstruiert ist,
Dann fahre ich einfach rechts oder links daneben durch den Zaun. Also so eine Straßensperren bringt eigentlich nur dann was, wenn sie auch Teil einer massiven Mauer sind oder so. Ja. Oh, mal schauen, wo es hier lang geht. Oh, schöne Landschaft. Warum fährt ihr so langsam? Wenn du pennen möchtest, musst du noch ein paar Meter weiterfahren, Junge. Oh, schönes Gebiet hier. Sieht schon sehr stylisch aus. So, wir überholen mal, wie gekonnt. Nein, 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 blablabla. Nice. Oh, Straße frei. Autobahn auch frei. Sehr geil. Hier wird hier nur noch 70. Hm, traurig. Sehr, sehr traurig. Aber irgendwie kommt mir die Musik ganz schön leise vor. Kann das sein? Oder ist die LKW einfach so laut? Hm. Jetzt aber gar nichts mehr. Also die Fenster waren alle zu. Hm. Ja. Auf die 4 ist er auch eingestellt, also auch richtig. Naja, wer weiß. Oder das Lied ist einfach zu leise. Das ist aber viel Text. Trucks über 56.000 Eierkuchen. Wieso sollen wir stehen bleiben? Wie lange haben wir geladen? Wir haben doch mehr, oder? Wo müssen wir stehen bleiben? Hä? Meinen die damit vorne die Wiegestation oder was? Ah, okay. So, was denn? Mal schnell bitte messen. Kann ich dann und? Jetzt! Und, habt ihr es geschafft? Nö, haben sie nicht geschafft. War nicht zu langsam. Wow! Davor gab es erstmal kurz einen Beinahe-Unfall. Der Rote ist dem LKW hinten fast draufgefahren. Sehr krass. Naja. Können halt nicht alle so gekonnt einfädeln wie ich gerade. Hab wieder bei jetzt auch gerade ein bisschen Hosen gemacht, aber hey. Gekonnt ist gekonnt. Ach, erst wir von nur 70, jetzt sogar nur noch 65. Dieses Leben hat mich nicht gern.
Naja. 400 Meilen in der Folge war auch einfach zu ambitioniert. Wie gesagt, wenn wir die jetzt Zeit hätten 80 fahren können, hätten wir es geschafft, aber so. Unwahrscheinlich. Ich meine, es ist jetzt gerade mal Halbzeit. Also wenn jetzt vielleicht eine Strecke kommt, eine lange, wo wir nochmal 80 fahren können, könnten wir es vielleicht nochmal schaffen, aber ich glaube mal, wir dürfen hier überall nur noch 70 fahren. Von daher wird es dann doch eher knapp. Ist gar nicht machbar. Naja, ist auch letztendlich egal. So. Davon hängt ja zum Glück nichts ab. Zeitmäßig schaffen tun wir es so oder so. Ja, haben wir nur 25 Stunden. Pennen gehen müssen wir auch nicht mehr. Von daher ist es zeitmäßig sowieso problemlos machbar. Hä, fahren wir hier schon mal? Wieso waren wir hier schon mal? Hä? Hatte ich nicht eine Map rausgesucht, eine Fahrstrecke, wo wir noch nicht... Ich hatte doch hier die Strecke rausge... Wir sind die ganze Zeit auf Strecke gefahren, wo wir bereits waren. Was zur Hölle? Ja, was ist denn das jetzt hier für ein Bullshit? Wow. Kann sein, dass er vorhin, als ich unten in der Werkstatt war, dabei auch die Route zurückgesetzt hat? Aber wenn du in der Werkstatt fährst, wird doch dabei die Route nicht zurückgesetzt. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Na egal. Er ist eh fast da, von daher fuck off. Dieser Navi, ey, ist so Trauerspiel mit dem. So, alles frei. Alles frei. Sieht gut aus. Aber was ist mit dem los? Echo besackt. Ist aber ein Betrieb, Alter. Heuli Mauli. Ah, war das frei. Bremst der? Ah, er bremst der. Nice. Wie lieb von ihm. Center Lane only. Achso.
Und für Abiga. Ich wünschte echt, man könnte diese LOD-Entfernung einstellen. Und man sieht richtig, wie die Fahrzeuge, die einem entgegenkommen, erst kurz vor einem ihr endgültiges Modell annehmen. Und das sieht halt so scheiße aus, wenn die immer kurz davor erst wechseln. Da, hier zum Beispiel ist er noch super low poly und jetzt erst hat er gewechselt. Das kann man schon richtig so als störend empfinden. Deswegen, das sind so Sachen, wo ich finde, gerade in diesen Bereichen muss das Spiel mehr Einstellungsoptionen haben. Ja. Das erstens Sachen, hier die Objekte, das Ding hier zum Beispiel gerade, diese, wie heißt das Ding? Begrenzungsgedingsgedöns, ist auch gerade erst aufgeploppt. Dass man diesen Ladehorizont erweitern kann. Und vor allen Dingen auch solche, diese Schattendetaillierung höher stellen kann und solche Sachen. Das ist halt. Weil egal um was es geht, wenn Sachen immer erst dann einploppen, wenn man auch gerade, also wenn die schon im Sichtfeld sind und dann einploppen, das stört halt. Das sieht nicht schön aus. Warum fährt er da vorne so langsam? Kann man das mal irgendjemand erklären? Straße frei? Straße nicht überschaubar. Warte, noch 55? Oh. Oh, 35. Oh mein Gott. Ah, schöne Gegend hier. Die Berge da im Hintergrund. Sieht schon nicht schlecht aus. Schon wieder 35? 25? Uiuiuiui. Schöne Gegend hier.
100 Meilen. Aha. Hier geht es steil bergab. Und man sieht sogar schon richtig das Gefälle. Speeding. Woohoo. Da vorne dazu schon wieder Traffic hier. Scheiß jemand an. Straßen gehören mir. Ich werde die Ordnerstruktur nach dir durchsuchen. Ich werde dich finden und dich löschen. Bitch. Nicht so blöd. Arschloch. Haha. Aber vor der nächste, ja? Die wollen Krieg. Na gut. Räumen wir mal wieder langsam aus hier. Boah, 35. Uiuiuiui. Hä? Weil ich gerade ein Schild mit 35? Ich darf immer noch 65 fahren. Okay. Ah ne, jetzt 35. The fuck? Oha. Wir sind noch reingekurven. Eieieiei. Boah, Alter. Ui. So ein Fahrstil mag ich. Würde natürlich im echten viel mehr Spaß machen, wenn man noch die ganzen G-Kräfte spürt. Aber auch schon so alleine beim Zugucken. Merkt man schon, dass es Spaß macht. Na, davon können wir ein paar gefährliche Kurven. Also jetzt nicht gefährlich, weil sie so eng sind, aber weil man da halt den Gegenverkehr überhaupt nicht einschätzen kann, weil man da wirklich Platz braucht. Man also auf seiner Spur bleiben muss. Hast du noch 3 Meilen? Hä?
Lol. Wie geht denn das? Okay. Oh, wir fahren zu schnell. Ja, da vorne ist schon das Ziel. Ja, lol. Komm, wir haben grün. Wir haben grün. Wir haben grün. Oh, der muss natürlich auch abbiegen. Das schaffen wir definitiv nicht. Was nun, Ronson? Gut. Du machst jetzt hier also an der Stelle doch Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir jetzt hier an der Stelle eh stehen bleiben müssen. Was ein Drecksack. Wenn er nicht da gewesen wäre, hätten wir es locker geschafft. Das spüre ich in meinen Venen. Ah. Na gut. Bis dann.